Ganga Flundi Teni Orvidi Dal Tag Leute, Halo, die Master Chief Collection ist am Start und wir sind im Teil Nummer 10, sind endlich durch diese dumme Shooter-Passage durch vom letzten Mal und müssen uns jetzt gegen einen Scarab behaupten, welches nicht deutlich einfacher wird. Hier ist der Checkpoint, dass mir das keiner vergisst. Wir machen als erstes mal die Teile hier kaputt, vielleicht helfen die uns gegen den Kampf von diesem Scarab. Und schalten als erstes mal die Kleinigkeiten hier aus. Mal gucken, wie wir das am geschicktesten machen. So ein Kampf gegen Scarab fand ich bis jetzt immer am interessantesten. Wie so, glaube ich, jeder von uns. Zack. Okay, da können wir schön reinballern. Wir halten echt viel aus, dieser Brute. Muss ja mal so sagen. So, von hinten in den Arsch treten. Werden wir uns mal um diesen Benji kümmern. Weil der kann uns gefährlich werden. So, während er seine Kanone auflädt, ist er nicht sonderlich bewegungsfähig. Und wir können da schön hinten reinballern. Treffen wir ihn nicht. Da fliegen wir ein bisschen weg, weil ich würde ungern aus dem Benji raus. Ah, wir können tatsächlich von hinten kaputt machen. Okay, das Ding sieht ziemlich am Arsch aus. Gehen wir mal weg. Der fliegt doch gleich in die Luft. Der macht es doch nicht mehr lang. Wunderschön. Habe ich da etwa Angst? Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier längs, ne? Machen wir euch mal Platz. Wollt doch, dass ich euch folge oder nicht? Achso, in den Tunnel wollt ihr. Ich verstehe. Okay, da hier so viele Benjis sind, schnappen wir uns einen neuen. Ja, das klingt doch gebacken, Leute. Ja, wunderbar. Und was für ein fulminantes Feuerwerk. Okay, sehr mutig, so ein Sprung. Aber okay. Zack, platscht ins Wasser. Halten Sie sie ruhig, Mickey. Alles okay? Gut, dass es nicht nach Ihrem ersten Plan läuft. Sehen Sie sich die Tunnel an. Die, die nicht überflutet sind, sind wahrscheinlich voller Bagger. Ich würde nicht mal dahin gehen, wenn Sie es befehlen. Kommen Sie, Veronica. Was könnte wichtiger sein als der Träger? Meine Befehle. Und Bagger? Nennen Sie mich Captain. Mickey, drehen Sie. Und finden Sie einen sicheren Landeplatz. Was? Warum? Ich habe was verloren. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Okay, sind wir auf der Suche nach Cortana? Nee, oder? Obwohl die Stimme schon sehr ähnlich war. Nice. Nächste Mission. Jetzt lasst mich überlegen. Ich glaube, wir sind jetzt
Mission 9 oder so. Das heißt, noch 2 kommen. Plus ein Epilog, Entschuldigung. Ja, es lädt. Ja, es lädt. Es lädt ganz schön lang, für das der Balken schon voll ist. So, was kommt als nächstes? Ach, die Musik ist auch hübsch. Das ist alles so... Kann mich jemand hören? Ist das Captain Veronica Dell? Minecraft-mäßig. Und so habe ich sehr gern. Vom Abends essen zu einem Heißgetränk. Macht doch schon echt Laune. So, unser Ziel ist auch gar nicht so weit weg. Finden Sie den unterirdischen Eingang. Jetzt gucken wir uns doch mal um. Okay, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Nehmen wir nicht an, dass wir hier einfach reinkommen. Nope. Dann müssen wir wohl einmal außen rum latschen. Twilight of Man. We're next. Oh Mann. Jetzt dachte ich, wir können uns hier so ein bisschen entspannen. Aber nichts ist. Versucht hier schön auf Abstand zu halten. Man sieht schön, es sind zwei Arten. Der eine schießt eher okay. Das war's. Okay, den hat's zerrissen. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 auch. Tatsache. Sehr schön. Dann kann's ja weitergehen. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Sorge, dass wir hier uns wieder ewig aufhalten müssen. Finde ich gut, dass wir es nicht müssen. Oh, wo geht's denn hier hin? Hast du vielleicht auch eine Pistole oder so liegen gelassen? Das wäre mir nämlich am liebsten. So eine Waffe auch nicht. Soll mir das jetzt tatsächlich nichts gebracht haben? Scheint fast nämlich so. Puh. Naja. Dann geht's weiter. Auf dem einsamen Fall. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. War ja richtig nötig. Kommen wir hier rein? Nope. Okay, das ist echt immer ein Gesuch in diesem Spiel. Ach, scheiße. Boom. Gut. Alter, mich verarschen. Was geht da ab? Puh. Thank you.
Alter, wie viele sind denn das? Bitte lass es keine Jäger sein. Okay, das ist ein Brood. Ich hatte gehofft, das wäre nur ein kleiner Grunt zum Gewehr. Boah, geh doch drauf! Mann, oh Mann! Was die schlucken! Das sind richtige Schwämme. Dann hast du noch diese drei Scharfschützen. Boah, das sind solche Schwämme. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Selbst der lebt noch. Verarschen. So, jetzt aber. Flieg in die Luft. In die Luft sollst du fliegen. Ich habe von nichts mehr Munition. Gebt euch das. Ich habe von keiner Waffe mehr Munition. Okay, das ist tot. Hey, von nichts mehr Munition. Ist das hier ein Eingang? Das sieht mir sehr danach aus. Halleluja. Also das ist jetzt gerade schon echt heftig. Ich muss mal hier das Ding leiser machen. Sonst übersteuere ich die ganze Zeit, wenn ich mich aufrege. Na, komm schon. Datennest. Finden Sie der und sichern Sie den Superintendent. Was auch immer das ist. Aber es wird jetzt unterirdisch. Ich hoffe, nicht unterirdisch schlecht. Ich sitze in der Klemme und nöte die Munition aus. Ich bin in Unterebene 9 nahe der Station. Sublevel 07. Schade. So, wir können uns immerhin heilen. Oh, was war das? Eine Schrotflinte. Nehme ich. Dann mal los. Hier haben wohl schon einige gekämpft, so wie das aussieht. Schön stealthy, soweit es geht. Schießen, das verrät mich doch. Gut. Okay, da ist Leben. Das merke ich mir gegebenenfalls. Der direkte Weg ist mal wieder verschlossen.
In diesen Niedlern gibt es auch nie genügend Munition. Wo rennt der jetzt hin? Wie finde ich denn das? Renn ich weg? Oh, Scheiße. Jetzt haben wir daneben geschlagen. Aber du hast Nadelwerfer-Munition. Nur sehr, sehr wenig. Oh, daran kann ich mich tatsächlich sogar noch erinnern. Und ich weiß, dass es hier ein paar sehr blöde Stellen gibt. Boah. Jetzt noch. Tun Sie es, Virgil, jetzt! Abstelle. Gegen drauf, hört ihr! Sehr schön. Zernagelt würde ich das nennen. Und die Sachen haben auch keine Munition. Ich werde verrückt. Danke, Soldat. Das war verdammt knapp. Ich wollte zu meinem Team auf die nächste Ebene. Aber hier ist einfach kein Durchkommen. Ja. Zeig mir, wo geht es weiter. Zugriff gewährt. Ha. Sie haben wohl das richtige Händchen. Das ist schön. Und für was wurde jetzt wo der Zugriff gewährt? Achso. Verstehe. Bagger! Vorsicht! Ich hab ein Käferproblem. Was ist los mit dir, Virgil? Willst du mich etwa umbringen? Achtung! Anhalter können entflohene Sträflinge sein. Ach, Virgil. So heißt die Stadt übrigens. Beziehungsweise der Name von der Stadt. Ist Virgil? Überhaupt nicht sehen. Gehen Sie vor. Gut. Das klingt nach einem Plan. Käfer mit Knarren, Mann. Sehr schön. Puh. Jetzt spielen wir Ringe rein, oder was? Nicht mit mir. Lebst du noch? Gut. Das sind übrigens die Pistolen, die Schrotflintenpistolen, die ganz geil sind, muss ich sagen. Ich sehe schon wieder mit Furcht auf die Zeit, dass wir keine mehr haben. So, zwei eine Headshots verpasst. Na, zack. Na, ich sehe schon wieder, dass ich keine Munition haben werde. Da geht's wohl weiter. Ah, Scheiße. Alter. Das gesehen? Das war ziemlich gut. Oh Mann. Jetzt hat mich das noch erwischt. Ich glaub's ja wohl nicht. Naja. Machen wir hier einen Strich unter dieser Rechnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann zu Teil 11. Das war's von Halo ODST im Durchgenudelt. Ich war Jan und sage bis auf dann.